Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mal wieder ein Haul für euch vorbereitet. Ich habe nämlich fleißig eingekauft bei Shein. Dieses Video steht in keiner Verbindung mit einer Kooperation oder so mit Shein. Ich habe alles selber bezahlt, alles selber ausgesucht und gekauft. Also es ist halt ein komplett eigenständiges Video. Ihr wisst ja, wie ich das immer mache. Und ja, falls ihr mich schon sehr lange verfolgt, dann wisst ihr, dass ich ungefähr zu dieser Zeit letztes Jahr auch ein Shein-Video hochgeladen habe. Da war ich eigentlich ziemlich begeistert von den Produkten, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich zum ersten Mal dort bestellt und ich habe mich nur immer mit der Größe vertan, denn ich habe gedacht, okay, chinesische Größen fallen sehr, sehr klein aus. Das heißt, ich bestelle statt in einer XS in einer S. Dann war alles ein bisschen zu groß. Also doch lieber XS. Seitdem habe ich dann nie wieder bei Shein bestellt und jetzt habe ich vor circa 2 Wochen eine Bestellung aufgegeben. Das Ganze ist jetzt angekommen. Ich muss sagen, dazwischen waren die Osterfeiertage, deswegen hat es etwas länger gedauert, aber ich bin trotzdem zufrieden. Also es ging auf jeden Fall relativ schnell. Es ist jetzt alles hier und ich werde euch alles zeigen, was ich eingekauft habe. Ich werde das Ganze dann als Try-On nochmal zeigen, also seht ihr immer, wie es angezogen aussieht. Und da ja momentan die Nachricht rumgeht, dass man eventuell einen Hautausschlag und so bekommen könnte von den Produkten, also es wird ein bisschen gehatet, Shein, werde ich die Sachen jetzt gleich auch nach diesem Video zum ersten Mal anziehen und euch das dann einblenden. Also ich habe die ganzen Anziehsachen noch nicht anprobiert. Das heißt, ich werde euch in dem angezogenen Video immer einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten einblenden, beziehungsweise zeigen, sodass ihr wisst, wie ich den Fit dieses Teils gerade mag, also ob ich es gut finde. Halt, dass es auch gut passt und so oder halt eher schlecht. Und von der Qualität kann ich ja gleich direkt was dazu sagen. Und ja, dann würde ich auch sagen, fangen wir direkt an mit dem Video, mit den Teilen, denn ich habe wirklich einiges bestellt und ich möchte euch natürlich alles in diesem Video zeigen. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Ich habe alle Sachen hier unten liegen und ich werde jetzt einfach nach und nach euch zeigen. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Teil. Und das ist so ein, was ist das? Das ist ein Top, genau. So sieht das aus. Wir haben hier einmal Platz für die Arme. Übrigens füge ich euch jeden Link zu jedem Artikel nochmal in der Infobox ein und auch in welcher Größe ich das bestellt habe. Also falls ihr einen Artikel nachkaufen wollt oder wissen wollt, welche Größe ich darin trage, dann schaut einfach mal in der Infobox vorbei. Ich werde die chronologisch einfach in die Infobox schreiben. Deswegen, das ist das erste Top. So sieht das aus. Es ist wie so ein Tuch gefaltet. Also kennt ihr diese Tücher, die man einfach faltet und sich dann so umbindet? Aber das hier hat halt noch Träger. Dann hinten aber trotzdem die Bänder, damit man sich das so zuknoten kann. Die sind auch relativ lang. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Qualität hiervon finde ich gut. Es ist wie so ein Seidenstoff. Das ist natürlich jetzt keine Seide, aber auf jeden Fall ein Stoff, der dieser Seidenart ähnelt. Also da habe ich jetzt auf jeden Fall nichts gegen auszusetzen. Finde ich auf jeden Fall gut. Ihr seht ja angezogen, ob ich den Fit dann mag oder nicht mag. Aber erster Eindruck ist auf jeden Fall sehr cool und ich mag auch das Muster. Ich mag die Farbtöne und so. Ja, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten. Teil natürlich. Das nächste, was ich hier habe, ist so ein T-Shirt. Ich habe das extra in einer Nummer größer bestellt. Hier stehen immer keine Größen drin, deswegen kann ich euch das nicht sagen, welche Größe es jetzt ist, aber ihr seht es ja in der Infobox. Es ist so ein T-Shirt, ist auch relativ lang. Dann steht da drauf Los Angeles und hier muss ich auch sagen, T-Shirt ist ganz normale T-Shirt-Qualität, wie von H&M. Es ist jetzt nicht irgendwie ein anderer billiger Stoff oder so. Ja, auch den Aufdruck finde ich ganz normal. Nichts zu meckern, wenn es gut aussieht, wenn es gut sitzt, dann werde ich das auf jeden Fall behalten. Das finde ich richtig cool. Das nächste Teil, was ich habe, ist so ein Tuch. Das heißt, man bindet sich das hier so hinten drum und dann knotet man das nach vorne und dann bedeckt man damit natürlich die Brust und knotet das dann hier so. Und sah natürlich jetzt sehr, sehr gut aus, aber ihr seht es angezogen. Ich hoffe, dass es gut aussieht. Finde ich eigentlich mega cool. So. Ich mag auch die Farbe davon, ich mag das Muster, ich liebe sowas einfach für den Sommer und deswegen würde ich sagen, wir kommen zum nächsten Teil. Das nächste Teil, was ich habe, ist so eine Shorts aus Stoff. So sieht die aus, hier steht drauf Social, ich fand das richtig cool. Hier muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, auf dem Foto bei Shein sah die Hose halt nach so einer Wollstoffhose aus. Und jetzt, wenn die ankommt, ihr seht ja schon, wie extrem die glänzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, die ist so dünn, das ist halt wirklich, als hätten die hier das gerade eben aus Plastikflaschen gemacht. Also es ist so ein Plastikstoff, es ist also, ich weiß nicht, ich bin davon nicht so überzeugt. Ich mag das irgendwie nicht so gerne. Wenn die gut sitzt, dann für zu Hause finde ich es eigentlich ganz okay, aber ich habe mir das anders vorgestellt. Ich dachte, das wäre wirklich so wie so eine Jogginghose, so ein Wollstoff, aber dann halt in kurz, so sah es zumindest auf dem Foto aus. Ihr könnt euch das ja auch nochmal gerne anschauen. Das nächste, was ich habe, ist wieder ein Top für den Sommer. Hierin kann ich mich gar nicht erinnern, dass ich es bestellt habe. Auf jeden Fall hat es hier so ein
Neckholder, das zieht man dann drüber. Und hier wieder Bänder zum Knoten am Rücken, dann ist es ja relativ rückenfrei, wenn man das hier knotet. Ja, finde ich eigentlich ganz süß. Es ist in so einem Schweinchen rosa, es ist wirklich jetzt kein Pink, also es ist ja ein helles Rosa. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr dünn und auch sehr lichtdurchlässig, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob man einen BH durchsieht oder so. Ach, ein BH kann man sowieso schlecht drunter anziehen, ne, wenn es überall frei ist. Aber naja, muss ich mal sehen. Aber an sich eine süße Sache. Ich habe auf jeden Fall einige Tops gekauft, weil ich nicht so viele Tops für den Sommer habe. Beziehungsweise alles immer ausmiste. Und im Sommer denke ich mir so, hätte ich das doch mal da gelassen. Dann habe ich mir auf jeden Fall noch so einen Crop-Top bestellt. Ja, in so einer, ich weiß nicht, wie man diese Optik nennt. Ich wusste es, aber ich weiß nicht mehr. Tie-Dye oder so. Auf jeden Fall, so sieht es von vorne aus, so sieht es von hinten aus. Es ist in S. Ich weiß nicht, ob es das noch in XS gegeben hätte. Ich finde es aber ein bisschen groß. Also ich finde, es sieht auf jeden Fall ein bisschen groß aus. Stoff ist auch wieder extrem dünn, also wirklich dünn. Qualität fühlt sich nicht so gut an. Aber wenn es gut aussieht, finde ich, ist es okay. Ansonsten ist es wie so ein Leggings-Stoff, aber sehr, sehr, sehr dünn. Das nächste, was ich bestellt habe, und damit bin ich wirklich mega zufrieden, ist dieses T-Shirt. Da steht drauf Chicago, ist in so einem richtig coolen Grünton. Ich liebe solche Grüntöne momentan. Die sind ja sowieso auch ein bisschen trendy. Ich mag das echt voll gerne. Dann hat auch wieder Oversize und die Qualität ist, ich sag's so, ein ganz normaler H&M-Stoff. Ne? Also damit ihr das so irgendwie vergleichen könnt. Ich finde, wie ein normales H&M-T-Shirt sich anfühlt, weiß jeder. Ja, so ein Stoff ist es wieder. Also jetzt keine schlechte Qualität. Ich finde es vollkommen in Ordnung. Ich meine, man bezahlt ja jetzt auch nicht den Wahnsinn, dass man da was, weiß ich nicht, was für erwarten kann. Dann kommen wir zu, wer hätte es erwartet, wieder einem Crop Top. Ja, diesmal in einer anderen Farbvariation und zwar so ein schwarz-orange. Ich finde das mega cool. Also muss ich wirklich sagen, das finde ich so nice. Hinten ist es dann etwas dunkler, bisschen mehr schwarz. Ja, finde ich richtig cool. Und hier ist auch die Qualität, muss ich ganz ehrlich sagen, wieder wesentlich besser. Das ist ein dicker Stoff. Fühlt sich eigentlich genauso an wie die Zara Crop Tops, also diese Zara Basic weißen schwarzen Crop Tops. Der Schnitt ist ja sehr, sehr ähnlich. Und ja, Material fühlt sich auch sehr ähnlich an. Dann habe ich einen Crop Top der etwas anderen Art bestellt. Und zwar ist es wie so ein Polohemd oder so ein Poloshirt. Man kann es hier vorne auch aufknöpfen, wenn man möchte. Ich lasse jetzt mal zugeknöpft. Dann ist es aber hier so ein Neckholder und rückenfrei. Es kann gut aussehen, es kann schlecht aussehen. Qualität ist eine gute Qualität, es ist ein dicker Stoff. Ja, es ist ja hier so ein leichtes Rippenmuster, aber wirklich nur so richtig fein, also extrem fein. Ja, wenn es cool aussieht, finde ich, ist es auf jeden Fall eine schöne Sache. Jetzt kommen wir zu zwei T-Shirts, die ich mir eigentlich gar nicht selber bestellt habe, sondern meinem Freund. Aber es ist immer so, wenn ich das für meinen Freund bestelle, dann denke ich mir so, ja, das kann ich ja auch anziehen. Einmal so ein T-Shirt hier, halb Teddybär, halb Roboter, steht drauf Robotic. Ihr wisst ja, mein Freund ist Informatiker, deswegen haha, sehr, sehr lustig. Der Stoff ist halt auch wieder ein ganz normaler Stoff. Ich finde den Stoff nicht schlecht. Normal H&M-Stoff. Dann halt so ein bisschen für mich auf jeden Fall oversized. Für ihn weiß ich nicht, er hat das auch noch nicht anprobiert, weil wir die Sachen gerne, wenn wir sie behalten, erstmal waschen wollen würden. Und dieses T-Shirt hier auch mit so einem Teddy, da steht drauf Too High in Beverly Hills. Das Einzige, was ich ein bisschen komisch finde bei beiden, ist, dass der Aufdruck hier, es ist halt wirklich wie so eine Folie. Also es fühlt sich richtig nach Plastik an. Also es ist nicht so ein leichter Druck, sondern es ist echt so eine krasse Plastikfolie hier einfach vorne drauf gedruckt. Das gleiche auch bei diesem T-Shirt. Dann habe ich noch einmal einen Pullover bestellt und zwar das gleiche T-Shirt, was ich habe mit Los Angeles, jetzt nochmal als Pullover. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, Katastrophe. Also der Stoff, wie bei der Jogginghose, das ist ein richtiger Plastikstoff. Es glänzt extrem. Ihr seht das auch richtig dünn. Also die Qualität, es ist so dünn. Es ist so dünn wie diese Crop Tops gerade eben. Also wirklich, dieser Pullover geht auf jeden Fall zurück. Ich zeige euch den zwar angezogen, aber behalten werde ich den auf gar keinen Fall. Die Qualität ist so schlecht. So, und jetzt kommen wir auch schon zum so richtigen letzten Anziehsachen-Artikel, sag ich mal so. Und zwar ist es so ein Rock hier. Genau, der hätte so ein bisschen kleiner sein können, so ungefähr. Der ist jetzt hier sehr breit unten. Ich weiß nicht, wie man diese Optik nennt, aber ihr seht es jetzt hier. Von den Farben her finde ich es eigentlich mega schön. Aber ich bin gespannt, wie er sitzt. Und jetzt kommen wir auch schon zu Bikinis und danach zu, ja, so Kleinigkeiten,
die ich einfach so bestellt habe. Einmal ist das so ein Bikini-Set in Braun. Ich zeige euch mal das Höschen. Also die Bikinis werde ich euch jetzt nicht als Try-On zeigen. So sieht das Höschen auf jeden Fall aus. Das ist so sehr, sehr hoch geschnitten. Da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist gar kein Bikini-Stoff. Es ist einfach so Wolle. Seht ihr das? Es ist ein richtiger Wollstoff. So sieht das Oberteil aus. Ich war damit jetzt noch nicht im Pool, deswegen kann ich euch nicht sagen, wie sich dieser Wollstoff im Wasser verhält. Ich weiß es nicht. Süß sieht es auf jeden Fall aus. Also ich weiß nicht, wie sich das im Wasser verhalten wird. Aber ja, an sich von der Farbe her und auch die Hose vom Schnitt her finde ich die auf jeden Fall mega, mega cool. Den nächsten Bikini habe ich in so einem rosa Ton gekauft. Und zwar sieht so die Hose aus. So sieht es von vorne aus, so von hinten. Auch mit so einem feinen Rippenmuster. Das ist jetzt so ein richtiger Bikini-Stoff, also ist jetzt keine Wolle mehr. Und das Oberteil sieht so aus. Genau, also mal so eine andere Form. Ich fand das eigentlich ganz süß und ja, das ist auf jeden Fall endlich mal ein richtiger Bikini-Stoff und nicht so ein Wollstoff. Und von daher finde ich das eigentlich ganz süß. Dann habe ich mir noch drei Unterwäschesets bestellt, die alle grottenschlecht sitzen und Katastrophe von der Form und von dem Schnitt einfach sind, obwohl die auf dem Foto nicht so aussahen. Werde ich euch jetzt nicht zeigen und werde ich euch auch angezogen nicht zeigen. Aber einfach meine Erfahrung jetzt mit Unterwäsche von Shein würde ich nie wieder machen. Ist eine Katastrophe. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass jedes Set von Unterwäsche so Katastrophe ist. Aber bei mir, alle drei, die ich bestellt habe, werde ich alle drei wieder zurückschicken. Es war wirklich nichts Schönes dabei. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir kurz zu den letzten drei Artikeln, die ich habe. Und zwar habe ich zum einen wieder mal eine Eiswürfelform bestellt. Wenn ihr mein letztes Shein-Video gesehen habt, dann habt ihr ja gesehen, dass ich dort auch eine Eiswürfelform bestellt habe, wo so Pistolen-Eiswürfel, ja, wo man so Pistolen-Eiswürfel danach hatte. Und jetzt sind es so Mini-Cubes, so ganz, ganz kleine Mini-Würfel. Dann habe ich mir in einem Set drei Haarbänder geholt, also diese Bänder, die man so bis zur Stirn anzieht. Einmal in Braun, einmal in Gelb und einmal in Schwarz, das war ein Set. Und das ist ein extrem dicker Stoff, hätte ich nicht gedacht. Und außerdem, wenn man den zieht, dann bleibt der erstmal so breit. Also das zieht sich nicht so wirklich zurück. Und ich muss es gleich auf jeden Fall mal anprobieren. Dann blende ich euch das ein, wie es angezogen aussieht. Aber ich glaube, ich bin davon auch nicht so überzeugt. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten Artikel. Und zwar ist es auch wieder ein Set gewesen. Und zwar ein Set mit Haarklammern. Einmal so eine khaki-grüne und einmal so eine beige. Ja, die ist jetzt nicht wirklich weiß, also beige und khaki-grün. Finde ich eigentlich richtig süß. Ich muss ganz ehrlich sagen, die sind extrem groß. Die sind, also ich sag mal so, so sind normale Haarklammern und die sind jetzt halt so groß. Für meine Haare perfekt, weil, ja, ich habe sehr, na okay, mittlerweile nicht mehr so lange, ich habe die abgeschnitten. Aber auf jeden Fall dicke Haare habe ich und dann hält da auf jeden Fall alles immer drin. Das finde ich richtig cool in zwei Farben. Oh, und die haben auch nicht viel gekostet. Ja, das war das Letzte, was ich gekauft habe. Und ich würde sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mein Fazit wäre, dass ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin von der Qualität diesmal ein bisschen enttäuscht. Auch wenn ich jetzt nicht bei allen Produkten gesagt habe, die Qualität ist extrem schlecht. War halt bei mir auch das Ausschlaggebende, dass die ganze Unterwäsche so extrem schlecht war, dass der Pullover so wirklich schlecht war, die Hose finde ich schlecht. Viele Tops sind wirklich durchsichtig. Und weil ich das ja jetzt wegen diesen angeblichen Hautirritationen nicht fünfmal anprobieren wollte vor dem Video, weiß ich noch nicht, wie es gleich angezogen aussieht. Aber wenn der Stoff jetzt wirklich zu dünn ist, dann weiß ich, dass ich da jetzt auch wieder nicht begeistert sein werde gleich. Deswegen, ja, in meinem Kopf habe ich ein bisschen abgeschlossen mit Shein. Ich denke, das war erstmal meine letzte Bestellung. Aber trotzdem waren auf jeden Fall ein paar coole Sachen dabei. Wenn euch das Video gefallen hat und vor allem weitergeholfen hat, dann gebt dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Kommentiert mal, ob ihr gerne bei Shein bestellt und ob ihr auch so Qualitätsmängel habt oder ob ihr eigentlich immer sehr zufrieden seid. Dann würde ich mich auch mega freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Natürlich nur, wenn er euch gefällt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!